Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade hier in Mülheim und ich bin auch wieder mal auf einer kleinen Mission unterwegs. Es geht um sowas hier und ihr seht schon die Sonne, die ist so schön am Strahlen und ihr seht das gar nicht, aber die ganzen Blätter, die runterfallen, also gerade so richtig schöner Herbst. Das kann ich mit dem iPhone gar nicht so geil einfangen. Und ja, ich bin auf dem Weg nach Ehrenfeld und was ich da genau vorhabe und ich hoffe, das funktioniert auch alles so, wie ich mir das vorgestellt habe, das seht ihr jetzt. Auf geht's! Hat meine Freundin ja recht gehabt, dass die Sonne da rauskommt. Sehr nice. Ich hoffe, man versteht mich. Es ist übelst windig heute. Und hier sieht man ein Beispiel, dass Köln jetzt auch ein bisschen Fahrrad kann. Ein bisschen. Da waren mal zwei Spuren. Ist aber auch unnötig, hier zwei Spuren zu machen. Deswegen sagt man sich, machen wir noch einen Radweg dazu. Aber hey, richtig nice. Vor allem sehr breit. Das heißt, wenn diese ganzen Idioten mit ihren Leihscootern hier langfahren, dürfte immer noch genug Platz sein, ne? So, ich bin fündig geworden. So, falls man das gerade in der GoPro nicht verstanden hat. Also ich war jetzt gerade hier am Neptunplatz in Köln-Ehrenfeld beim Fahrradmarkt. Bin ich natürlich mit dem Fahrrad hingefahren. Problem ist, jetzt habe ich mir noch ein Fahrrad dazu gekauft. Das muss ich jetzt irgendwie nach Hause kriegen. Aber ich zeige euch mal ganz kurz das Fahrrad. Ich bin jetzt wieder an der Stelle, wo das Video eben angefangen hat. Mein Bike ist hier und mir sind schon die Finger ein bisschen eingeschlafen, weil ich die ganze Zeit das Fahrrad hier so mit mir mitgezogen. Und jetzt geht es mal kurz ein paar Shots von dem Fahrrad und dann muss ich aber auch ganz schnell nach Hause, weil ich habe gleich noch Spätschicht. So, mittlerweile wieder zu Hause und zu Recht fragt ihr euch jetzt, warum kaufe ich mir so ein altes Schrottfahrrad? Erstens ist ein Bianchi, sehr schönes Fahrrad, ein Italiano-Fahrrad und ja, es war einfach günstig. Ich habe 95 Tacken dafür hingelegt. Natürlich ist jetzt einiges am Arsch, die Kurbel tritt nicht so schön, die Pedale, die eiern, aber das ist mir egal, denn ich möchte das Ding ja als Fixie oder Single Speed umbauen. Also ich weiß noch nicht, ob ich jetzt wirklich so ein Fixed Gear haben will oder ob das noch einen Freilauf hat. Auf jeden Fall soll das jetzt mein Projektfahrrad werden. Schaltung und so, wie gesagt, kommt weg, scheiß auf die Schaltung. Ja, an sich, ich finde es eigentlich ein sehr schönes Fahrrad. Also wenn das mal gemacht ist, sieht es bestimmt sehr nice aus. Und ja, das ist jetzt auch die Abmoderation. War ein sehr kurzes Video. Bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, was aus diesem Fahrrad passiert. Gebt dem Video wie immer einen Daumen, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!